Wieso hängt man um 21.30 Uhr in der Küche auf dem Boden, isst ein Sub, steht in einer Wohnung, die komplett ausgeräumt ist? Am 20. November, heute ist der 16. Oktober, werden Erik und ich eine ziemlich geile Sache machen. Wir machen eine. Dafür benötigen wir diese Wohnung nicht mehr. Badezimmer ist leer. Es ist alles leer. Es halt wahrscheinlich hier schon komplett überall. Und ich könnte schon wieder heulen. Wenn man einfach auch natürlich seit 8 Jahren ungefähr hier in dieser Wohnung gelebt hat und Erik und meine Beziehung ist hier entstanden und gewachsen. Aber es ist das Projekt unseres Lebens, das Abenteuer unseres Lebens. Und es ist einfach so krass, weil es ist jetzt real. Also es ist nicht mehr irgendwann, es ist nicht mehr in 3 Jahren, es ist in 4 Wochen. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das für eine Tabelle ist? In kurz? In kurz? November 2023 bis Januar 2025. Und hier haben wir einfach so ein paar Länder, die uns grundsätzlich interessieren. Wir gehen auf. März 2023 bis. November 2023. Oh. Obwohl wir im November wahrscheinlich hier gar nicht mehr wohnen. Schauen wir mal an. So, da der März schon fast rum ist, wir hängen ein bisschen hinterher. Wir streichen trotzdem ein paar Sachen ab. Denn zum Beispiel Reisepass beantragen. Check. Den holen wir auch am Montag schon ab. Ja, was hast du denn geholt? Sogar mit ganz vielen Seiten. Rezept für Impfung einlösen. Zack. Check. So, wir zählen. Money, money, money. Mal gucken, ob wir uns hier ein paar Tage die versüßen können. Wir haben 400 Euro heute eingenommen. Niemals, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein! Kannst du bitte rechnen, was ich um 200 Euro verrechnet habe? Locker. Nein! Wir fliegen nach. Hi. Na, alles klar. Komm mal rein. Oh, Leute. Alles, ja? Hallo, Tochter. Na, was überrascht mich, wenn Corinna noch ruft, Nicole? Du brauchst eigentlich noch gar nicht, weil das ist nicht schon so. Was ist los? Wir sind dir ja noch was schuldig. Kannst du dir was denken? Vielleicht, weil ich letztes vor fast einem Jahr geheiratet habe. Das ist korrekt. Du hast uns ein bisschen überrascht und das gab es halt nicht dann alles nicht mehr so hinbekommen. Und da wir dachten, irgendwie es passt irgendwie auch nicht, dass du ja oder ihr bald weg seid, ja, fahren wir jetzt gleich nach Büsum bis Sonntag. Quatsch. Wir fahren in den Urlaub. Genau. Genau, du kannst jetzt also duschen gehen oder musst du ganz schnell ein paar Sachen in den Koffer schmeißen. Das Wetter wird halt leider nicht so geil, weil es ist halt im November jetzt so. Aber wir dachten, wir nutzen das so als Familie nochmal und haben den Papa auch dazu mit eingeladen. Oh. Also der ist auch dabei. Auf ein schönes Wochenende. Zum Wohl, zum Wohl. Wir machen ein... Schön, wie
muss. Wer? Vorne. Was ist denn nicht vor? Oh, 30! 30! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Nicole! Happy Birthday to you! Doch, der Nachgeschmack ist so richtig fischig. Los! Ja, das ist ja ein Fail. Spinner. Weg vom Bahnsteig. Hallo. Wieso sitzen wir denn jetzt eigentlich im Zug? Zugfahren cool finden. Wir gehen auf Weltreise.